deutsche Werte an der New Yorker Börse. Birkenstock ist jetzt eine Aktie. Und das Unternehmen seit dieser Woche mit über 8 Milliarden Dollar bewertet. Für, kurz gesagt, diesen einen Schuh. Unstylisch, altmodisch, altväterlich, gesundheitsapostelmäßig, rein praktisch, fantasielos. Die Geburt eines Universums. Vor genau 60 Jahren oder einen Augenblick früher. Aber was rührt das schon am Ewigkeitsanspruch dieser Schöpfung? Biedermeier, Bequemlichkeit, Befreiung von der Last des Gefallenmüssens. Ich glaube nicht, dass das die Hässlichkeit ist. Ich glaube, das ist die Verachtung der Frage der Schönheit. Ja, das heißt, das Beharren darauf, dass es nur auf Gesundheit und Funktion ankommt und dass das ganze andere egal ist. Form follows function. Für diesen Schuh muss sich wirklich niemand anstrengen. Nicht die Trägerin, nicht mal der Hersteller. Die Werbung hat Barbie längst erledigt. Der Product Placement Coup im pinksten Film des Jahres. Plattfuß! Was soll ich denn jetzt tun? Du kannst zurück in dein normales Leben oder du erfährst die Wahrheit über das Universum. Die Wahl liegt ganz bei dir. Ich will das Erste, den High Heel. Du sollst die Wahrheit wollen, okay? Also nochmal. Seit wann ist das nicht mehr Papas Gammelschuh? Ich kenne das auch noch, wie früher halt so Freunde von meinen Eltern, die als Hausschuh getragen hatten und man hat es gar nicht verstanden, geben immer noch so ein bisschen so einen Twist in ein Outfit. Also das war jetzt heute keine Überlegung tatsächlich in meinem Outfit, aber normalerweise, wenn ich sie style, dann gibt es immer noch so einen gewissen Twist da rein, was ich irgendwie cool finde. Sogar Dior schickte plötzlich Birkenstock-Lookalikes auf den Laufsteg. Plattfußlatschen zum feinen Tuch. Wie konnte es so weit kommen? Wegen dem? Steve Jobs, der Bequemlichkeit zur Uniform machte? Seine Birkis wurden neulich für über 200.000 Dollar versteigert. Oder wegen denen? Den Hippies? Wir erbitten Auskunft beim größten, einflussreichsten, seriösesten Ex-Hippie Bayerns, Tiny Stricker. Bei den deutschen Hippies war Birkenstock, Birkis war nicht angesagt. Fotos beweisen, Turnschuhe, ja, Cowboystiefel, ja, barfuß, okay, aber niemals Birkenstock. Auf eine bestimmte Art wollten wir natürlich auch Einfachheit, aber wir wollten nicht diesen ganzen Praxis, Gesundheitsbezug, diesen Nützlichkeitsbezug, dieses rationalistische Denken dahinter, das wollten wir nicht. Naturgewolltes Gehen durch Trittspursystem. Leben nach der Fußfibel. Das System Karl Birkenstock. Alles ordnet sich dem Fußbett unter. Es war ja ein Familienunternehmen, das, wie gesagt, direkt von wissenschaftlichen Publikationen begleitet war. Also diese Fußfibel von Birkenstock. Das war also ein Gesundheitsunternehmen eigentlich, die ja gar nicht fashionable sein wollten. Also das war sehr stark ein Schuh der Gesundheit. Gesundes Fußbett, gesundes Gehen und sowas versprach. Vielleicht begann der Hype auch mit Heidi Klum, als sie vor genau 20 Jahren Birkenstocks entwarf. Heidi und Birki, Seelenverwandte, so lang belächelt, bis sie Weltmarken waren. Das Design ist jetzt schöner geworden, die Farben sind schöner geworden. Ich fand die immer bequem und einfach zu tragen. Also nicht, in den USA ist es nicht so typisch, Hausschuhe zu tragen. Und jetzt, die sind mehr populär geworden. Ein Schuh als Ausdruck unserer Zeit. Achtsamkeit, aber nur für sich selbst. Die Rückkehr des Bequemen. Ein Prototyp dieser Elterngeneration war der Sandalenträger, nenne ich ihn jetzt mal, der mit Sandalen, Söckchen, häufig noch weiße Söckchen, muss man sagen. Gell? Das war so der Urtyp des spießigen Deutschen für uns. Ne? Und so wollten wir auf keinen Fall ausschauen. Das Interessante ist, dass der Birkenstock die Gesundheit zur Ostentation der Hässlichkeit eigentlich gemacht hat und dass das modisch so interessant war. Das finde ich irgendwie ein Faszinosum. Vielen alten Händlern, Orthopädieläden und Reformhäusern wurde gekündigt.
Es gibt jetzt Flagship Stores. Birkenstock will ein neues Image und verliert möglicherweise seine schönste Qualität, den festen Stand am Boden.